Vorsichtig. Vorsichtig. Ach, Scheiße. Wieder durchgebohrt. Oh Mann, guckt euch die Bescherung an. Man wollte nur ein kleines Loch bohren und zack ist es passiert, volle Möhre durchgebohrt, alles ist ausgerissen, Kacke. Aber was kann man machen? Ein Loch bohren mit einer bestimmten Tiefe ist ja eigentlich ganz einfach, oder? Löcher mit einer festgelegten Tiefe wiederholgenau zu bohren, ist mit einer solchen Standbohrmaschine kein Problem. Denn in der Regel haben wir sowas hier, einen Tiefenanschlag. Das heißt, wenn ich jetzt runterfahre, schlägt er an und ich kann nicht tiefer bohren. Da gibt es nur ein Problem. Unser Akkuschrauber ist keine Standbohrmaschine. Und regelmäßig müssen wir halt Löcher frei Hand irgendwo da bohren, wo unsere Standbohrmaschine nicht rankommt. Aber diese Rubrik heißt ja Heckscheck, weil wir den Heck schenken. Und deswegen gucken wir uns heute an, ob man das Ganze nicht auch mit einem Kabelbinder lösen kann. Hä? Klassischerweise, und das kennt wahrscheinlich jeder, klebt man als Tiefenbegrenzung sowas wie so ein Fähnchen drum. Wow, das dreht sich mit und haut auch gleich die Späne weg. Aber wenn man mehrere Löcher bohrt, kann es natürlich sein, dass das Klebeband hier vorne einfach irgendwie ein bisschen nachgibt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass dieser Trick nicht funktioniert und total blöd ist, weil sonst gäbe es ja gar keinen Grund, diesen Hack zu checken, wo wir einen Kabelbinder nehmen, in meinem Fall einen wieder lösbaren, den wir jetzt hier einfach mal drum machen und wow, wir haben das gleiche und es ist saugefährlich. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das als Tiefenbegrenzung funktioniert. Was? Das hat sich ja hochgedrückt. Ist ja klar, dass das nicht geklappt hat mit dem blöden Ding. Ist ja kein richtiger Kabelbinder. Wird der ein oder andere jetzt sicherlich sagen. Deswegen haben wir hier noch einen richtigen Kabelbinder. Ja. Den wir so eng zumachen, wie es geht. Und probieren es nochmal aus. Schade. Das hält natürlich gar nicht, denn auch den echten Kabelbinder kann ich natürlich einfach hoch und runter schieben. Tatsächlich noch einfacher als diesen wiederverwertbaren, weil der ist immerhin aus Gummi, der hat also etwas erhöhte Reibung. Etwas Rundes, um etwas Rundes zu spannen, ist in der Regel keine gute Idee. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, der vollkommen gegen diesen Hack spricht. Das ist einfach dämlich. Man hat es eigentlich am Anfang schon gesehen. So ein Kabelbinder ist im Prinzip sowas ähnliches wie so ein Rasentrimmer. Das Teil saust da rum und kann theoretisch euch verletzen oder auch die Arbeit zerkratzen. Das funktioniert zwar vielleicht in einem ganz minimalen Rahmen als Tiefenbegrenzer, wenn das aber dauernd über eure Oberfläche schrappt, ist das überhaupt kein Gewinn. Deswegen ist tatsächlich unsere ganz klassische, wunderbar einfache Papierfahne viel, viel besser. Selbst wenn die abgeht, das kann nämlich hier auch passieren, macht sie wenigstens nichts kaputt. Und ich bin ganz ehrlich, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich habe bei der Papierfahne noch nie ein Problem gehabt. Mich würde natürlich interessieren, wie es bei euch ist. Aber ganz wichtig, das hier als Tiefenbegrenzer, wow, absolute Scheißidee. Also lasst das beim Hackcheck komplett durchgefallen. Abonniert gerne diesen Kanal für mich, Lukas, Mara, Rocco, Hanni, Hanna und wie sie doch alle hier heißen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin mit Fähnchen. Ciao.